Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In einem von meinen vergangenen Videos habe ich ein Möbelstück gebaut aus ein bisschen speziellerem Holz. Da liegt es, so rum, es steht nicht, es liegt. Das Video von dem anderen Möbelstück verlinke ich dir mal oben rechts im Eck. Auf jeden Fall wollte ich das vergangene Projekt eigentlich komplett aus dem Material, was hier noch liegt, bauen. Aber beim Bau ist mir halt eben aufgefallen, das wird ein bisschen zu aufwendig, weil ich muss halt eben zu viel rausschneiden, weil dieses Holz hier teilweise einfach nicht mehr gut genug ist für die ganzen Verbinder, die ich da noch reingebracht habe. Nichtsdestotrotz will ich mal so ein bisschen das Holz hier verarbeiten. Und weil dieses Holz hier für andere Projekte nicht mehr so richtig geeignet ist, werde ich das heute für das heutige Projekt benutzen. Was für ein komplizierter Anfang von diesem Video, Manometer. Für diejenigen, die das andere Video nicht gesehen haben, das hier sind größtenteils Fichtenbretter. Das sind Baudielen, die wurden auch auf dem Bau benutzt. Anschließend habe ich sie bekommen und habe sie erstmal irgendwo zwischengelagert. Dort habe ich es relativ schlecht gelagert, weswegen viel Holz halt eben vergammelt ist. Aber der schöne Nebeneffekt ist halt in dem Fall, dass das Holz schöne Farben angenommen hat. Das heißt Blaufäule, andere Farben und es sieht halt einfach sehr, sehr schön aus. Deswegen ist das Material für das heutige Projekt super geeignet. Und außerdem soll das ganze Regal hier so ein bisschen leerer werden, deswegen nutze ich dieses Holz hier halt, wie gesagt. Gut, Zebranholz für das heutige Projekt auf jeden Fall monetär. Hier seht ihr nochmal ganz gut, was ich meine. Wir haben hier diesen riesen Ast und das bedeutet halt, dass wenn wir hier ein Bein draus machen wollen würden, wir nur noch diese Seite benutzen könnten. Und dazu haben halt hier extreme Verwachsungen noch, die halt schwierig zu hobeln sind. Hier ist auch so ein Brett, das habe ich in der alten Werkstatt noch liegen gehabt. Ist total rund, also viel Material kann man hier gar nicht rausbekommen. Aber ich räume es mal mitten in den Stapel. Ich weiß, das sieht viel auf der Kamera aus. Das sind jetzt auch einige Bretter, aber manche Bohlen sind auch teilweise komplett gerissen. Also da bekommt man fast keine Leiste mehr raus, ohne dass ein Riss drin ist. Ein kleiner Funfact, wir sehen hier dieses breite Brett zum Beispiel. Das ist noch aus dem Schuppenbau, also aus der Werkstatt, in der ich vorher drin war, war das hier das Ortgangbrett. Irgendwie so heißt das, glaube ich, beim Bau. Das war vorne das Abschlussbrett. Das hier ist auf jeden Fall breit genug. Das muss ich nur noch ablenken und später kann ich es dann passend zuschneiden. Und die Bretter, die nicht breit genug sind, werde ich dann einfach zusammenleimen. Ich freue mich auch heute so extrem auf dieses Projekt, denn ich werde wieder ganz, ganz viel da hinten diese wunderschöne Maschine benutzen. Ist ein absolutes Biest, aber es ist so toll, die zu benutzen. Wen es interessiert, darüber gibt es auch ein eigenes Video. Ansonsten fange ich jetzt an, das ganze Holz auf Länge zuzuschneiden und halt eben passend herzurichten. Und damit geht's jetzt los. Man sagt mir immer, dass ich so nicht auf die Sicherheit achte, aber hier ein kleines Beispiel. Ich achte schon ein bisschen auf die Sicherheit. Man darf hier nicht mit seinem Kopf sein, wenn die Maschine benutzt wird. Und wenn man merkt, dass irgendwas komisch ist, und in dem Fall habe ich gemerkt, dass da ein Stück Holz ist und da hinten, ausmachen, Holz rausholen und nicht einfach reinschieben, denn das ist dann wie ein Geschoss. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.
Herzlich willkommen zum zweiten Tag. Hier sehen wir jetzt schon ein paar ausgespannte Bretter. Die werden wir jetzt einmal kurz abrichten und dann alle auf eine gleiche Dicke hobeln. Und dann können wir auch die Teile mal zuschneiden und da werde ich dir wieder erklären, wie ich das Ganze mache. So, nachdem wir jetzt hier diese ganzen Brettchen hergestellt haben, ist mir erstmal aufgefallen, dass ich alle viel zu breit gemacht habe, weil ich ein bisschen zu dödelig war, das Ganze richtig zu messen. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt diese ganzen Brettchen, bei denen noch mehr Verschnitt angefallen ist als schon vorher. Und die können wir jetzt zuschneiden. Wie schneiden wir das Ganze zu? Relativ simpel. Dafür habe ich mir mal vor Jahren diese Vorrichtung hier gebaut. Da habe ich jetzt halt eben hier vorhin einen Dummy hergestellt. Dieses Stück hier, das habe ich von Hand aufgezeichnet, habe das dann anschließend hier draufgelegt, habe dann hier diesen wunderschönen Anschlag einfach in das Brettchen reingeschraubt. Und dann kann ich das hier immer drehen und es halt passend in ein Sechseck reinschneiden. Yes, das schneiden wir jetzt zu und das machen wir an der Tischkreissäge. Nachdem wir das dann alles getan haben, haben wir nicht nur sehr viel Verschnitt, sondern auch sehr viele, sehr schöne Sechsecke. Schöne ist halt eben auf jeden Fall, dass hier verschiedene Holzsorten drangeleimt sind oder zusammengeleimt sind und die einzelnen Holzsorten dann auch wieder andere Farben aufweisen, wie zum Beispiel bei der Fichte hier. Das hier ist ein, ich sag mal in Anführungszeichen, noch ein cleanes Brett und das hier hat halt eben Blaufäule und daneben ist da noch ein bisschen Eiche. Eine richtig schöne Kombination, wie ich finde, und deswegen eignet sich das so gut als Wanddeko. Die ganzen Teile können jetzt noch geschliffen werden. Ich werde sie einmal mit dem Exzenterschleifer schleifen und die Seiten werde ich mit dem Tellerschleifer schleifen. Und später, wenn wir das Ganze zusammenbauen, gibt es da noch so eine Kleinigkeit zu beachten, denn wir müssen es wahrscheinlich noch ein bisschen anpassen. Das seht ihr aber gleich. Ich finde das immer wieder so abgefahren, wie viel Arbeit kleine Teile am Schluss auch bereiten, weil sie halt einfach super oft dann in dem Projekt vorkommen. Die Bauteile an sich sind jetzt auf jeden Fall mal fertig und jetzt werde ich es mal auf der Werkbank auslegen und schauen, wie das Ganze im Gesamten aussieht. Da kann man halt jetzt schauen, wie man sie halt nebeneinander legt, so wie es einem halt selbst am besten gefällt, und das kommt jetzt. Ich nehme mir jetzt hier ein bisschen Kreppband, das probiere ich jetzt einfach mal aus, was hier bringt. Klebe das auf meine Werkbank, damit ich sowas wie eine gerade Linie habe. Und anhand dessen kann ich dann die Teile hier erstmal am Anfang so ein bisschen grob ausrichten. Ich habe ja gerade eben noch eigentlich gesagt, dass ich ein paar Teile noch nach dem Zusammensetzen schleifen muss. Aber jetzt nach dem Zusammensetzen ist mir eigentlich aufgefallen, dass es gar nicht so wild ist. Deswegen
werde ich das nicht machen. Was hier viel bringt, ist, alle Teile in Längsrichtung zusammenzusetzen, denn dann sind sie eigentlich alle relativ gleich und die Spaltmaße zwischen den einzelnen Stücken sind sehr, sehr gut. Jetzt ist es ja natürlich so, dass diese ganzen Teile irgendwo draufgepackt werden müssen, damit sie nicht runterfallen. Am einfachsten wäre es natürlich, jetzt sich eine Multiplexplatte zu nehmen und das alles draufzuschrauben oder irgendwie so festzumachen. Aber ich habe nicht mehr so viel Multiplex und das will ich mal lieber für andere Projekte aufheben, wo ich es sowieso brauche. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich wieder ein bisschen Holz herrichten werde und das mit meiner Langlochbohrmaschine passend zusammenfügen werde, damit wir dann eine entsprechende Unterkonstruktion haben. Also dieses Projekt, das hat so viele Späne gemacht. Schaut euch mal diese Spänetüte an. Das ist eine ganz, ganz große Spänetüte und die Hälfte davon ist in etwa von diesem Projekt. Das ist schon viel, ne? Wie gesagt, die ist echt groß. Das kann man ganz genau erkennen, wie groß sie ist. Hier liegen noch zwei Bohlen, die werde ich dafür benutzen. Dann ist auch endlich genügend Platz in meinem Holzregal, um für das ganze geile Zeug ein bisschen Ordnung zu machen. Unsere Auflage für die ganzen Sechsecke ist jetzt fertig. Als nächstes kann ich mal schauen, welche Stellen ich noch wegschneiden muss. Unsere schöne Unterkonstruktion ist jetzt fertig und ich werde jetzt mal anfangen, die ganzen Sechsecke so drauf zu legen. Ich werde sie erstmal trocken drauflegen und dann nochmal alles ein bisschen ausrichten und dann kann ich auch schon anfangen, das Ganze zu verleimen. Alles liegt an Ort und Stelle, sieht schon mal ziemlich cool aus und jetzt kann ich mal anfangen, alles festzuleimen.
Die Teile sind jetzt an Ort und Stelle und jetzt können wir uns mal um das Finish kümmern. Ich benutze hierfür mein eigenes Finish. Wie immer findest du den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ich werde euch auch gleich einen kleinen Trick zeigen, denn wir haben ja hier einige Fugen, wo wir ein bisschen aufwendiger das Ganze nur verarbeiten könnten. Deswegen zeige ich da gleich einen Trick hier. Aber als erstes bin ich jetzt mal gespannt, wie diese ganzen Teile mit der Blaufäule mit Finish aussehen. Und jetzt zum eben angesprochenen Trick. Wir haben ja hier diese Fuge. Das können wir jetzt einfach mit dem Finish natürlich behandeln und können das hier in die Ecke eintragen. Das Problem ist halt eben jetzt, dass wir hier in der Mitte diese Wachsschicht haben und das sieht halt eben nicht so schön aus. Aber da gibt es einen ganz, ganz einfachen Trick. Einfach ein bisschen warme Luft dazu bringen. Und unsere Fuge ist direkt clean. Weil es hier generell relativ viele Fugen gibt, arbeite ich hier bei dem ganzen Stück so mit ein bisschen Wärme. Dann kann man das ein bisschen einfacher behandeln. Das Projekt ist jetzt fertig und es hängt schon schlussendlich an der Wand. Ich bin wirklich sehr zufrieden, wie das Ganze geworden ist, gerade in der Breite, in der Höhe. Ich bin echt super, super happy und ja, das ist mal wieder ein schönes Projekt, wo man sieht, wenn man einfach so ein bisschen was in die Hände holt, dass man dann echt was Tolles zustande bringen kann. Wenn du jetzt noch weitere Videos sehen willst, dann findest du auf dieser Seite zwei Videos. Wenn dich die Hobelmaschine interessiert, dieses brutal große Teil, dann kann ich dir das obere Video empfehlen. Und wenn du mal eine andere pneumatisch angesteuerte Maschine sehen willst, kann ich dir das untere Video empfehlen. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss. Ciao, ciao.